ich sage immer wieder, alle glauben, die können Dart spielen. Das ist ein Nicht-Dart-Spiel. Der ist einfach, der wirft. So wie wenn ich ihm jetzt Golf schläge und ich kann Golf spielen. Das ist ja lächerlich. Wenn er sich mit mir 5-6 Stunden hinstellt und trainiert, dann sieht er, was ein Dart-Spielen ist. Ein bisschen komisch, ich wirf wirklich komisch. Aber für mich ist gut. Und das heißt nicht, wie man den Dart hält. Das ist das Wichtigste, dass wir trainieren und sich konzentrieren beim Spielen. Aber man muss wirklich regelmäßig fast jeden Tag trainieren, dass er eine Chance hat, dass er gewinnen kann. Ich bin im Moment 28. auf der Welt und meine Ziele sind immer die besten 16, muss man ehrlich sein. Die werden die besten 16 auf der Welt sind auf jedes Turnier eingeladen und die müssen sich nicht qualifizieren, die müssen keine kleinen Turniere spielen. Jedes Turnier kostet viel Geld, das Startgeld, Flug, Hotel, das ist mindestens 3 Mal im Monat, außer August. Und das ist schon für die Existenz sehr gefährlich. Wir haben einen riesengroßen Dart-Verein da, wir sind 70 Mitglieder im Moment, wenn nicht mehr. Da kommen immer neue dazu und die Leute trainieren regelmäßig. Wir haben eine Jugend, wir haben eine österreichische Rangliste auch, wir haben große Turniere bei uns. Und das geht wirklich in Ordnung, das ist wirklich super da. Robbie Rodriguez, das ist eine von den erfolgreichsten auch. Roxy Rodriguez auch. Und ich habe noch einen Bruder und der ist auch Rasti und der ist wirklich gut. Der ist 14 Jahre und der spielt wirklich, wirklich klasse Dart. Jeder macht das andere. Einer legt sich gleich mit Publikum an und dafür kriegt er dann Pfiffe beim Auschecken und so. Und dann ist er wirklich sehr schwierig. Und gewisse gibt es Lieblingspublikum, da hast keine Chance. Wenn der Van Gerwen auftaucht oder Phil Taylor, dann musst du wirklich Nerven haben. Ich habe viel Wirtschaft in der Restaurant. Was ist denn drauf?